Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. In der letzten Folge haben wir ein paar Zombies erschlagen und den Totenbeschwörer dazu gefunden. Die Story war ganz okay, würde ich sagen, war jetzt nicht so episch, wie ich eigentlich erhofft habe, wie die Quests sind. Aber wir haben eine neue Quest angenommen und zwar müssen wir wohl ein Oblivion-Tor schließen. Und vorher haben wir noch andere Pläne und zwar etwas zu essen organisieren. Und vielleicht eine Fackel. Ich weiß jetzt aber nicht, wo wir eine Fackel hernehmen. Oh, ich weiß doch. Ich kann mir schon vorstellen, wo wir eine Fackel herbekommen. Dafür müssen wir sowieso noch Weißlauf. Und dann beklauen wir da einfach eine Wache. Und klauen eine Fackel. Das ist doch ein Plan. Aber erstmal geht's nach Hause. Huch, was geht denn hier? Habt ihr was zu essen für mich? Wieso sind hier überall Leichen? Flüchtlinge. Nichts zu essen für mich. Hey, komm zurück. Brauch dich doch. So, da wären wir. Wir sind zu Hause. Jemand hat die Leichen beseitigt. Zumindest fast. Ich möchte einmal ganz kurz zu Hause vorbeischauen. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass da irgendwas respawned ist, ne? Also, das ist ja Schwachsinn. Du kannst dies während eines Kampfes. Okay. Salz und Schlachterfisch. Mehlsalz. Ach du Scheiße, ist ja. Wir klauen Zeug, ganz ehrlich. Ihr Clownzeug. Ich habe absolut gar keinen Bock zu kochen. Klauen ist viel einfacher als kochen. Wer will sich hier mit mir anlegen? Du! Bist das du, der sich mit mir anlegen will? Was hast du davon? Na komm, zumindest dein Fell nehmen wir mit. Da hinten. Ich glaube, das ist da ein Wolf, oder? Nee, ist kein Wolf. Aus Prinzip. Na gut. Dann würde ich sagen, auf nach Weißlauf. Wohin soll's gehen? Wo ich überall hin kann, ey. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ganz vergessen, dass ich das manuell machen muss. Na super. Wer bist du? Hä? Ach, ich erinnere mich, die habe ich getötet. Ich habe überall kleine Kühlschränke versteckt, merke ich gerade. Okay. Was bist du? Du bist der Stall, ne? Da brauche ich nicht hinzugehen. Gehen wir nach Weißlauf. Wir haben jetzt schon ein bisschen was zu essen organisiert. Brot, Grillhühnchen. Ja, das rohe Zeug können wir nicht wegwerfen, ganz ehrlich. Dann mache ich eh nichts draus. Und dann beklauen wir einfach mal ein paar Leute und dann passt das schon. Das heißt, eine Fackel. Ich weiß jetzt aber nicht, inwiefern die Fackel, wie lange die hält. Vielleicht wäre es schlau, zwei zu klauen. Mal schauen. Es spricht sich herum wie ein magisches Feuer. Die große teuflische Bedrohung ist besiegt. Ihr habt uns tatsächlich alle gerettet. Ja. Guten Morgen. So, ach komm. Jetzt ist er auch nur verschlossen. Beklauen wir zuerst den hier, der hat immer offen. Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht,
Gebt mir einfach Bescheid. Da bin ich mir sicher. Ich habe noch einiges im Lager. Apfelkuchen, Lachsbraten. Ist das Met? Met. Wein. Fischfass. Ich könnte das... Ja, nehmen wir das Salz mit. Scheiß drauf. Vielleicht kommen wir doch noch mal in die Verlegenheit, irgendwas zu kochen. Wenn ihr etwas kaufen möchtet, helfe ich euch gerne. Du kannst weggucken kurz. Guck mal da hinten hin. Darf ich? Wie ich sehe, kennt ihr euch mit der Wildnis aus. Wir können euren Bedarf an Jagdzubehör sicherlich decken. Ist hier noch irgendwas versteckt für mich? Oh jo, gucken wir mal rein. Kann ja nicht schaden. Bilanzen fälschen. Na komm, nehmen wir die Pelze mit, was soll's. Irgendwann wollen wir bestimmt mal wieder gerben. Und dann haben wir Zeug am Start. Hallo? Ich nehme mir nur mal kurz diesen Apfel und dein Wein. Dann bin ich fast schon wieder weg. Hast du noch was für mich? Oh. Vielleicht sollte ich speichern, bevor ich sowas mache. ich werde gerade beobachtet. Das ist nicht gut. So, gib mir dein Gold. Was haben wir hier? Eine Chronologie des dritten Zeitalters. Das brauche ich nicht. Nachtigallen, Wahrheit oder Legende? Oh, hi. Ich bin schon wieder weg. Hast du Glück gehabt. Einfach alle beklauen hier. Länge und Schatten. Stille und Tod. Ich glaube nicht, dass das schon reicht. Wo könnten wir denn noch viel, viel Essen bekommen? Was haben wir hier noch? Trademark. Aha! Ach nee. Nee. Ist alles so. Aber damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche das gute Zeug. Aber wie spät ist das überhaupt? 7 Uhr morgens. Leute, ihr müsst doch schon längst wach sein. Ah, ich glaube nicht, dass ich da was finde. Ich könnte jetzt noch ins Schloss gehen, aber... Hier dürfte ich eigentlich rein, wann immer ich möchte, ne? Ja, Jovask. Ein reichlich gedeckter Tisch für mich. Da schlage ich doch zu. Ich glaube, Kartoffeln sind roh. Ich weiß nicht, warum sie da rohe Kartoffeln haben, aber ist mir egal. Ich kann das alles so mitnehmen. Ich muss nicht mal klauen. Oh, gib her das Zeug. War das roh? Egal, scheiß drauf. Nehmen wir mit. Mann, gib mir das Brot. Den Wein nehme ich auch. Ist mir egal, wenn ihr alle verhungert. Ich habe sowieso das ganze Böse besiegt auf dieser Welt. Ihr müsst nicht mehr kämpfen. Oh, Geldsack nehme ich auch. Wird mir warm, wenn ich hier stehe? Nein. So, hoffen wir mal, dass das für unsere Reise reicht. Wir werden mal kurz was essen. Ach, Backkartoffeln, okay. Du fühlst dich besser, aber bist immer noch leicht hungrig. Apfelkuchen. Du fühlst dich besser und dein Magen ist gefüllt. Sehr schön. Dann gib mir doch mal das Nordmet. Ach, das muss ich schon wieder stehlen, ja? Na gut. Auf jeden Fall das Bier mitnehmen. Und den Käse. Ich glaube, der Käse ist auch noch ganz gut.
So. Ich denke, das reicht. Wir können aufbrechen. Oh, hier ist auch noch was. Oh. Okay. Ich habe jetzt wirklich genug. Passt. Gleich. Jeden Moment. Nicht aufhören. Okay, da will ich nicht hin. Okay, jetzt aber, komm. Ziehen wir von dann, meine lieben Freunde. Wir haben eine Quest vor uns. Ho! Noch mehr Zeug. Azuras Weisheit sei mit euch, Freund. So, wie komme ich jetzt hier raus? Ich bin am falschen Ende rausgekommen, naja. Habt ihr mit euren Hunden gespielt? Ihr riecht nach nassem Hundefell. Ich bin ja auch eine Katze, du Lauch. Ich meine, wenn ich es gratis mitnehmen kann. Ne? Wer hält mich schon auf? Kann ich hier das auch alles gratis mitnehmen? Ja. Natürlich ist das Fleisch denen heilig. Na gut, komm. Vermutlich bin ich noch ein bisschen erschöpft und ich sehe, dass ich ein bisschen Durst habe. Das sehe ich am Mana. Durst hat man, wenn man weniger Mana hat. Aber das, wir kommen doch klar. Alles in Ordnung. Vielleicht hätte ich schlafen sollen. Aber ganz ehrlich, habe jetzt hier so viel Zeit rumgetrödelt. Ich würde sagen, das war Lautlosigkeit. Unser nächstes Ziel wird sein. Hier, triff Skovid am Schrein von Stenda. Scheiße. Oh, der hat das Mammut geklaut. Oh nein! Ich hab nur Spaß gemacht. Ich fand das gerade so lustig. Ich denke, wir haben jetzt ein kleines Problem. Vielleicht hätte ich nicht abspeichern sollen, währenddessen er mich angreift. Zieh mal deine Waffe! Oder deine Hände! Okay, alles steig ab. Blutrache. Ich zweifle so ein bisschen dran, dass wir den erledigen können. Ja, so ein bisschen, ne? Drachenform. Weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist. Okay, ich sehe schon. Wir müssen ein bisschen planen. Ich würde ihn wirklich gerne töten. Bin ich ganz ehrlich. Deswegen beschwören wir erstmal den und dann machen wir die Drachenform. Oder machen wir zuerst die Drachenform. Dann beschwören wir den. Das war die falsche. Ja, mach den Köter kaputt. So. Der wird mir helfen. Beschwörung verbessert auf 73. Nice. So. Komm runter! Trau dich! Ich glaube, wir müssen ernsthaft ein paar Schreier einsetzen. Landet der? Ach. Pussy! Na komm, 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 komm. Vielleicht hätte ich mir noch ein bisschen Magika einpacken sollen oder so. Wir trinken einen Wein. Wir trinken einen Wein. Ich brauche jedes bisschen Mana, was ich kriegen kann. Wein. Gucken wir mal nach Med. Heißt doch alles dasselbe. Er ist gelandet. Mach ihn kaputt.
Na komm, bleib auf dem Boden. Ja, ich glaube, das war das Zeichen, oder? Jetzt stürzt er ab. Ich weiß nicht, wieso er dafür extra in die Luft fliegt, aber er stürzt ab. Komm, stürzt ab! Das ist nicht abstürzen. Ah, jetzt. Jetzt bleibt er auf dem Boden, der Tatsache. Jetzt haben wir ihn. Bitte beiß mich nicht. Was war das denn? Also, Kollege war das. Ich habe nach Ewigkeiten wieder einen Drachen erlegt. Es fühlt sich gut an, Teabaggen. Geiziger Drache. Okay. Oh, wie weit weg sind wir? Ah, nicht mehr allzu weit weg. Das war mal wieder cool. Ganz vergessen, wie man gegen einen Drachen kämpft, ey. Ich muss auch sagen, ich muss mich überhaupt erstmal erinnern, was wir alles überhaupt konnten. Mit Dremora beschwören, und hast du nicht gesehen? Ah, das ist ja noch einer. Das ist doch der den Mammut geklaut hat, ne? Ah, soll er sich da oben mal einen Keks freuen. So viel kann ich, glaube ich, auch nicht mehr tragen. Na, nicht wirklich. Aber wir können ja unseren Freund, den Händler, jederzeit rufen. Wie viele Drachen schwirren hier eigentlich durch die Gegend? Alles voller Drachen. Oh, hoffentlich wird er nicht hier am Schrein gleich ankommen. So, da ist er doch. Er ist tot. Wieso ist alles tot? Was ist hier? Was war das denn jetzt? Ich sehe nichts. Wieso sind die zu zweit? Ja, zum Glück habe ich einen Freund am Start. Aber ich treffe auch gar nichts, ne? Kultist der mythischen Morgenröte. Ach, die gab es doch in Oblivion damals, ne? Stimmt. Okay, warte mal eine Sekunde. Kumpel, hilf mir mal. Ich werde definitiv alles einsetzen, was ich hier kann oder woran ich mich erinnere. Sagen wir so. Okay. Besiege die Assassinen der mythischen Morgenröte. Durchsuche die Leiche nach Hinweisen. Ja, oh. Fleisch ist immer gut. Magiker regenerieren. Steigert Fähigkeiten der leichten Rüstung um 12. Na gut, der hatte schon mal nichts. Oh, Magier sein hätte ich. Oh. Stimmt, ich wäre eigentlich gerne mal wieder Magier. Das gucken wir gleich an. Befehle der mythischen Morgenröte. Ach verdammt, ich habe es noch nicht durchgelesen. Da. Es geht das Gerücht um, wir hätten einen Verräter in unseren Reihen. Jämmerliche Versuche, unsere Mission zu sabotieren. Aber nichts wird dem Valkyn von Fürst Dagon im Wege stehen. Es ist eure Pflicht, die zu suchen, die gegen uns stehen und sie auszulöschen. Akolyt Skovild und Priesterin Anakin sind verschwunden. Findet sie. Sollte es auch nur die leiseste Andeutung von Verrat geben, so müssen die beiden unverzüglich ausgeschaltet werden. Reist anschließend zum Ausgrabungslager und wartet dort auf weitere Anweisungen. Aber geht mit größter Vorsicht vor. Die Wächter von Stendar haben ihre Aktivitäten erhöht und könnten sich eure Anwesenheit bewusst sein. Die Dämmerung bricht an. Vonos. Oh, Vonos. Gib mir mal dein Zeug hier. Schön wertvolle Sachen hast du. Was habe ich eigentlich für Magie? Zerstörung. Ah, ich habe aber nicht so viel Mana, ne? Ist ein bisschen blöd. Ich habe nicht so viel auf Mana geskillt. Scorvilles Tagebuch. Ja, geh da weg, ich muss lesen.
Gehst du jetzt mal weg? Wenn ihr das hier liest, dann bedeutet das, dass sie mich wohl zuerst erreicht haben. Die mythische Morgenröte toleriert keine Fahnenflucht. Ein passendes Ende für meine Verfehlung, würde ich sagen. Wenn ihr von der mythischen Morgenröte wisst, dann habt ihr vielleicht gehört, dass der Kult vor langer Zeit verschwand, als die Oblivion-Krise der dritten Ära ein Ende fand. Doch vor etwa einem Jahr änderte sich das. Als die Zwietracht den Himmelsrand aufkeimte, gelangte das Geflüster von Merunes Dagon an die Ohren und in den Geist eines glühenden Anhängers mit Namen Vonos. Ich habe hier eine Shiva vom Bildschirm rumlaufen, ich konnte die Hälfte nicht lesen. Shiva, du kriegst gleich was zu essen, ja? Es führte ihn tief in den Untergrund zu einem uralten Tempel der mythischen Morgenröte, der lange schon verfallen war und Gerüchten zufolge jahrhundertelang die Überreste eines zerstörten Tors zum Reich des Vergessens in seinen Ruinen beherbergte. Bald schon schmiedete Vonos einen Pakt mit Merunes Dagon und begann, die mythische Morgenröte heimlich als ihr Anführer neu zu formieren. Er gewann weitere Mitglieder für die Sache und auch ich selbst fiel den Versprechen solch großer Macht zum Opfer. Nach der Oblivion-Krise wurden in ganz Himmelsrand die Tore tief in der Erde vergraben. Doch unter großen Mühen fanden wir viele Stücke der Tore und konnten eines neu aufbauen. Vonos, ein Meister der Beschwörung, versuchte sich unermüdlich an der Öffnung des Tors, um den Truppen von Merunes Dagon einen Weg nach Tamriel zu verschaffen. Wie vom Pakt gefordert, verlangte die Säuberung des Tors von jedem von uns ein persönliches Blutopfer, mit dem wir unsere Ergebenheit beweisen sollten. Blind vor Eifer entbot ich meinen eigenen Bruder Sune. Ein einfacher Bauer, der keiner Pfeilfeder etwas zuleide tun konnte. Zu sehen, wie das Messer seinen Körper durchdrang, ließ mich vor Schreck erstarren. Das Blut, das aus seinen Lenden schoss, war von meinem Blut. In diesem Augenblick wurde ich dessen gewahr, was ich getan hatte. Nicht die Macht hatte mich verzaubert, ich war getäuscht worden. Als Akolyt wurde ich nicht in vieles eingeweiht, aber ich weiß, dass Vonos nach einem mächtigen uralten Artefakt sucht, das nötig ist, um das Tor zu öffnen. Worum es sich dabei handeln könnte, weiß ich nicht. Ich habe etwas über einen Ausgrabungslager im Südwesten von Ivarstadt gehört. Nahe einem Gebirgspass, vielleicht sind dort mehr Hinweise zu finden. Um den Standort des Tors ins Reich des Vergessens geheim zu halten, werden bis auf den höchsten Priestern allen die Augen verbunden, wenn sie zu diesem Ort oder von ihm weggebracht werden. Wo sich das Tor also befindet, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es in einer Höhle ist. Ich wünschte, ich könnte euch mehr sagen. Ich bin Tag und Nacht auf der Flucht und nun sind auch die Wächter von Stendar hinter mir her. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was sie mit jemanden wie mir tun mögen. Und deshalb wende ich mich mit meiner Bitte an euch, an jemanden, der meine Misere vielleicht besser versteht. Bitte haltet die mythische Möhrenröte auf. Ich will mal Möhrenröte sagen. Für mich, meinen verlorenen Bruder und ganz Tamriel. Scorwild. Aber eine Sache, die mich ein bisschen ins Stutzen bringt. Oh, Butter. Cool. Da nehme ich alles. Danke, komm. Schuhe der mythischen Morgenröte. Oh. Wenn wir hier in unsere Bücher gucken und Befehle der mythischen Morgenröte, ne? Es geht das Gerücht um, wir hätten einen Verräter in unseren Reihen. Jämmerliche Versuche hast du nicht gesehen. Wir sind blablabla. Es ist eure Pflicht. Akolyt Scorwild und Priesterin Anakin. Das heißt, wir haben noch eine Priesterin zu finden. Dankeschön. Nehme ich auch. Nehme ich. Was ist das? Doppeltes Geheimnis. Doppeltes Geheimnis. Ich schreibe diese Geheimnisse nieder und weiß, dass sie vielleicht niemandem von Nutzen sein werden. Ich liege auf dem Sterbebett und ich kann es nicht ausstehen, wenn Wissen in den Wirren der Zeit verloren geht. Betrachtet dies als närrische Memorien eines alten Mannes oder als Erkenntnisse eines Meisterzauberers. Mir ist es einerlei. Ach so, hier hätte ich einen Skillpunkt für Magie bekommen. Na schön. Vielen Dank für deine Hilfe. Und wir ziehen weiter. Hey, sag mir nicht, ich muss wieder zurück. Nein, es ist die Höhle. Oh Gott. Ich muss nach Riften? Ivarstadt.
Riften war aber auch hier irgendwo, ne? Das ist eine ziemliche Ecke bis dahin. Hier ist ein Haus. Es ist abgeschlossen. Da waren wir schon, als ich die Fehlaufnahme hatte. Und ich denke, dass man das kann man kaufen. Irgendwie so ähnlich. Und dann würde ich sagen, reiten wir mal ein bisschen. Hoffen, dass wir unterwegs keinem Drachen begegnen. Und schauen, dass wir das Oblivion-Tor finden können. Oder die Priesterin. Ich glaube, wir finden zuerst die Priesterin. Ach, du lebst noch. So, hier ist besagtes Haus, von dem ich geredet habe. Und das sieht halt wirklich so aus, als könnte man das kaufen. Tundra-Gut entdeckt. Ja, ich meine, was hier alles rumsteht, ist halt zum Fertighaus. Ist ja gut, Säbelzahntiger. Ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss reiten. Reiten so schnell wie der Wind. Oh, es ist noch so ein langer Weg. Ich hätte hier natürlich abkürzen können, ne? Egal. Alter, muss ich euch erst ausrotten, oder was? Okay, Leute. Er will es nicht anders. Wir steigen ab. Los, mein Pferdi! Ich hab Pferdi gerufen, ne? Das war vielleicht nicht die beste Idee. Drachenfall, stimmt. Erstmal was zum Heilen reinziehen. Dann würde ich gerne den Fürst beschwören und den Drachenfall, falls er hochkommt. Oder, ja, kommt auch ein Fall. Wie? Tremora-Fürst? Du sollst da runterfallen. Oh, bitte nicht auf meinen Kopf scheißen. Danke. Was ist denn das für ein scheiß Zauber? Komm runter! Es funktioniert tatsächlich. Du musst jetzt am Boden gegen mich kämpfen, Kollege. Das ist das Beste. Der kann nichts machen. Der muss einfach immer wieder landen. Ich muss sagen, es dauert natürlich 1000 Jahre, bis er dann gelandet ist, aber... Er kann eigentlich gar nichts machen. Er kann währenddessen nicht angreifen, weil der landen muss. Och, lande doch nicht immer so weit weg. Ich sehe nix. Höre ich noch einen zweiten? Oh, ich hoffe, ich höre keinen zweiten. Oh. Das ist mir ein bisschen zu nah. Wir müssen erstmal mit einem Date, bevor wir kuscheln. Oh shit. Jetzt aber schnell noch eine Heilung dazwischen schieben. Ist mein Fürst schon weg? Egal, den kriege ich auch so. Oh, ja Mensch. Das muss sein. Wieder nur so eine Kacke. Gib mir doch was Vernünftiges. Ach, konnte ich vielleicht deswegen das Wort der Macht nicht holen, weil ich keine Drachenseelen mehr hatte? Kann das sein? Ach nee, mit den Seelen erlerne ich sie nur, ne? Einsaugen kann ich sie wahrscheinlich immer. Hm. Naja, noch ein Kampf hinter uns gebracht. Easy going. Ich weiß jetzt nicht, wo ich bin. Ich bin ganz schön abgedriftet, ne? Ernsthaft?
Bin ich tot? Ich glaube, ich stehe auf, oder? Steh auf! Ja. Wisst ihr, was ich mich ernsthaft frage? Warum habe ich nicht den Karren hierher genommen? Ich meine, ich bin jetzt so gut wie da, aber... Ich meine ja nur. Wäre, glaube ich, schneller gegangen. So. Sie haben ihr Ziel erreicht. Puh. Das war ein langer Ritt. Also wirklich... Wirklich lang. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es da hochgeht, zum Lager der mythischen Morgenröte. Und solange nehme ich ein bisschen Eisenerz mit. Bis zur nächsten Folge. Ciao.